Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit dem Fred. Heute schauen wir auf weitere Angriffe aus dem Segment von ganz, ganz weit oben. Und ich zeige euch, wie ihr denn fast immer 200% holt oder zumindest sehr nah dran kommt. Da gibt es nämlich so den ein oder anderen Kniff. Es gibt ja aktuell zwei Taktiken, die das ganze Nachtdorf beherrschen. Im Endeffekt die eine Taktik, im Endeffekt Mass Power Packer und die andere auf jeden Fall Baby Dragon. Jetzt schauen wir mal drauf, wie der Kollege Gaming Guides HD das jetzt hier gemacht hat, der ja letztes Mal sogar über 11.000 Pokale hatte. Wir schauen mal ganz kurz eben auf die feindliche Base. Wir sehen, da ist schon mal relativ viel Luftabwehr auf jeden Fall am Start. Hier sehen wir noch einen Bogenturm, da einen Bogenturm, da einen Bogenturm. Wir haben die Meisterhütte 10 draußen und nochmal hier eine von den Krachern am Start. Die müssen weiter außen stehen. Und was macht er jetzt? Er entscheidet sich trotzdem, das ist eigentlich überraschend für mich, weil ich das nicht so gemacht hätte, aber ich bin ja halt auch kein Experte. Er entscheidet sich trotzdem hier für die Babys, aber vielleicht ändert er da gleich noch ein bisschen was. Ja, jetzt ist da nämlich noch ein Baby zugekommen, auf jeden Fall. Und jetzt gucken wir mal drauf, was er als erstes macht. Also, da ganz unten sehen wir noch den Kampfschrauber. Der Kampfschrauber soll sich jetzt das hier erstmal schnappen. Und vor allem das Allerwichtigste bei diesem Angriff, ich habe mir den natürlich vorher schon mal angeguckt, ganz wichtig, der hier und der hier. Die sollen sich beide darauf konzentrieren, auf unseren Kampfschrauber. Und wenn sie sich auf den Kampfschrauber konzentrieren, dann haben die Babys hier an der Seite so ein bisschen Freiraum und können da schon so ein bisschen was wegmachen. Das ist auch noch ganz wichtig. Und jetzt gucken wir mal einfach weiter. Und Bilder sagen ja mehr als 1000 Worte. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, wie er das jetzt hier gemacht hat. Also, Kampfschrauber natürlich maxed, die ganzen Babys auch alle maxed. Aber natürlich auch, desto höher du dich befindest in dem Pokal, natürlich auch dann, ja, die Tatsache, dass der Gegner auch maxed ist, komplett. Also, jetzt fängt es schon mal langsam an. Jetzt haben wir schon mal den ersten, ne? Das ist ganz wichtig. Der erste Bogenturm hat sich jetzt schon auf den Kampfschrauber konzentriert. Und er setzt dann schon mal da ein Baby hin und oben auch nochmal ein Baby hin. Weil er natürlich auch will, dass sich jetzt das Baby da rechts auf jeden Fall, beziehungsweise, warte mal, das zeige ich euch mal eben. Dass sich das Baby natürlich jetzt erstmal darum kümmert und dann auf jeden Fall um den Bogenturm kümmert. Und der Bogenturm hat jetzt auch den Kampfschrauber im Visier. Das bedeutet, dieses Baby kann jetzt da schon mal so ein bisschen aufräumen. Und natürlich dann ganz wichtig auch rechtzeitig die Fähigkeit, also den heißen Atem zu zünden bei den Babys. Warum? Natürlich, damit du dann mit dem Flächenschaden die Gebäude wegmachst, die natürlich besonders viel Schaden ausüben bei den Babys. Zum einen natürlich Megatesla, X-Bogen und natürlich auch die Luftbomben. So, jetzt werden wir es nämlich gleich schon mal sehen. Ja, 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 da ist das eine Baby nämlich schon mal gezündet worden und da waren direkt schon mal zwei Gebäude weg. Und der Brutzler ist weg. Da auch schon mal gezündet. Der Megatesla, guckt euch an, der hat echt kaum noch Trefferpunkte. Die Luftbomben sind weg. Jetzt hat er da oben noch einen hingesetzt zum Aufräumen, ne, damit das ein bisschen schneller geht. Und jetzt sind noch zwei Babys übrig, die er nicht mehr zünden kann, aber noch eins, was er noch zünden kann. Und vor allem schon mal relativ viel Luftabwehr weg. Das ist ja ganz wichtig. Hier ist jetzt schon mal relativ viel Luftabwehr weg. Jetzt sind zwar noch hier mal viermal Kracher, aber kein Megatesla mehr, kein Brutzler, kein X-Bogen, keine Luftbomben. Alles nicht mehr da und hat jetzt noch ein bisschen umgeswitcht und das ist immer etwas, was man sich eigentlich so ein bisschen merken sollte. Ihr habt ja vorher Zeit. Bevor der Angriff startet, habt ihr ja echt noch einige Sekunden Zeit, um euch mal die Base anzuschauen. Womit haben wir es denn zu tun? Was haben wir denn hier für einen Aufbau? Wo sind die Verteidigungen? Wo könnte vielleicht noch ein Tesla sein? Denn wenn ihr mal aufgepasst habt, ich habe zumindest keinen Tesla gesehen in der ersten Stufe. Das ist auch etwas, was ich eigentlich immer vergesse. Das bedeutet, da kann einer sein, da kann einer sein, da kann einer sein, da kann einer sein. Vielleicht auch in der Ecke. Das machen ja auch schon mal einige ganz gerne, dass sie in die Ecken einen Tesla bauen. Und da muss man halt gucken, was macht man? So, was haben wir jetzt hier für Truppen? Er hat eine Kanonenkarre, die Kampfmaschine, also nicht mehr den Kampfschrauber. Und was ist dann das Ziel? Wir sehen das, da sind zwei Doppelkanonen. Das bedeutet, in die Richtung kann man auf jeden Fall schon mal ganz gut die Kanonenkarre setzen, ohne dass dann da was passiert. Und das ist halt auch immer das, was man halt so allgemein sich mal vor Augen führen sollte, dass man halt gucken muss, wo sind Sachen zu erreichen, was haben wir überhaupt für Verteidigungen da, also wo stehen die Verteidigungen, was für eine Art von Verteidigungen sind das überhaupt? Denn wir sehen das jetzt ja hier, da sind zweimal Doppelkanone und noch dreimal normale Kanone, aber das macht eigentlich nichts. So, Kampfmaschine, und jetzt da ist nämlich der Tesla. Die Doppelkanone konnte zwar noch jetzt zweimal oder so draufschießen, auf die Kampfmaschine, macht aber nichts. Die Kampfmaschine lädt sich jetzt gleich schon mal voll auf und soll sich natürlich da schon mal so, ja, die ein oder andere vielleicht von den Luftabwehren da schnappen, also von den Krachern. Auf jeden Fall jetzt noch Kanonenkarre auf den Mörsermodus, jetzt ein bisschen umgeschaltet. Aber jetzt sehen wir das nämlich, dass sie jetzt erst noch da steht und wartet.
Die soll nicht zu dicht ran. Die soll vor allem natürlich nicht den Wachposten locken. Ja, jetzt nochmal einmal umgeschaltet, damit sie sich noch eben um den Barbaren kümmert. Und jetzt kommt der Mörsermodus auf den Tesla. Und vor allem danach, jetzt nochmal, muss sie gleich nochmal ein bisschen nach vorne gefahren werden. Jetzt nämlich genau an die Kante, ne, von der Luftabwehr, von den Krachern. Da schon mal die Babys hin, die da schon mal so ein bisschen aufräumen. Und dann hat er ja jetzt gleich noch zwei Baby-Dragon übrig und gleich auf jeden Fall noch die zweite Taktik. Da werdet ihr das auch noch ein bisschen genauer sehen, wie man da vorgeht. Vor allem dann bei den Powerpacker in Kombination mit einem Riesen noch mit dabei. Muss ich mir auch mal merken. Die Kombination Powerpacker, Riese und vor allem noch einer von den Elektrofeuermagiern. Aber die sind halt erst, glaube ich, habe Meister der 10 verfügbar. So, Baby dahin. Das hat noch die Fähigkeit. Das bedeutet, wir warten jetzt erst, oder beziehungsweise er wartet jetzt erst noch ab, auf jeden Fall, bis die Kanone weg ist, bis die Doppelkanone weg ist, damit er jetzt gleich zündet, wenn er bei den Krachern nämlich, wenn das Baby bei den Krachern ist, jetzt, genau. Jetzt ist alles weg. Jetzt ist alles weg. Jetzt kann er natürlich auch wieder die Kanonenkarre umstellen und wir sehen das easy peasy, alles weggemacht und ja, sehr leicht jetzt hier noch 200% geholt. Aber ich hab's ja gesagt, wir gucken noch auf einen weiteren Angriff. So, hier haben wir Angriff Nummer 2 und hier finde ich, das ist das auch sehr interessant, denn jetzt haben wir hier mal eine andere Taktik. Ich habe es ja gesagt, Babys und vor allem auch die Powerpacker dominieren das Nachtdorf. Das kann man ja wirklich nicht wegdiskutieren. Hier haben wir jetzt 3 Armeelager Powerpacker, 1 Armeelager Bomber ist sehr wichtig, ne? Die Mauern hier sind ja auch alle maxed. Dann haben wir noch einmal den Riesen und noch einmal den Elektrofeuermagier plus nochmal die Kampfmaschine. Und was ist jetzt hier ganz wichtig? Wenn wir davon ausgehen, dass der Riese hier durchgeht, dann zieht der natürlich hier das auf sich, das auf sich, das auf sich. Der ist noch da, der X-Bogen nicht, der ist auf Luft, aber auf jeden Fall relativ viel. Der kommt vielleicht auch noch dazu und dann irgendwann noch das. Das sind halt alles Gebäude, dessen oder deren Aufmerksamkeit der Riese dann auf sich zieht. Und dann kann natürlich hier schon mal der Elektrofeuermagier schon mal ordentlich Schaden machen. Dann kann hier aufgesprengt werden, dann können die Powerpacker da reingehen. Und dann ist das halt ein relativ guter Angriff. Also was ich euch mit, was ich lange rede, kurzer Sinn, was ich euch mitgeben möchte, wenn ihr den Riesen habt, das mache ich auch immer falsch, darauf achten, dass der wirklich einen Weg hat, wo er gut hinlaufen kann. Da ist auf jeden Fall das auch schon mal ein super crazy Move gewesen. Da habe ich mir auch, das dachte, jetzt wäre ich von alleine auch niemals drauf gekommen, dass man dann da die Kampfmaschine hinsetzt, vor allem mit ein bisschen Anlauf noch, weil man ja weiß, dass da der Bogenturm sich auf jeden Fall auf den Riesen konzentriert und vor allem der hier auch eigentlich alleine keine so große Gefahr ist gegen die Kampfmaschine. Der Brutzler ist halt eher eine Gefahr wegen des Flächenschadens, wenn du mehrere Truppen hast, die auf einmal da reinlaufen. Das mache ich auch immer falsch, muss ich sagen. Also da achtet auf jeden Fall auch drauf, dass ihr nicht mit mehreren Truppen gleichzeitig da reinlauft. Und was auch ganz wichtig ist, glaube ich noch, das ist auch eine Timing-Sache, dass der Riese halt schnell genug hier bei dem Megatesla ist, dass der Megatesla sich nicht um die Kampfmaschine kümmert. Die Kampfmaschine soll nicht in den Radius von dem Megatesla. Und was passiert jetzt? Zack, 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 zack. Ja, das ist nämlich genau das. Ne? Schön gezündet. Und der Brutzler geht auf die Kampfmaschine drauf. Das ist aber egal, denn der Megatesla geht auf den Riesen drauf. Das ist schon mal gut. So. Er ist jetzt zwar gleich kaputt, ist aber egal. Denn dann haben wir ja noch auf jeden Fall die Packer, die jetzt da schön in die Mitte reinlaufen. Kann er jetzt auf jeden Fall auch schon mal zünden gleich. Eine Packer. Macht er sogar noch gar nicht. Okay, ich zünde vielleicht meine Packer auch immer ein bisschen zu früh. Das zack, zack, zack. Ja, läuft doch. Elektrofeuermagier ist zwar kaputt, aber es ist halt auch schon super viel weg. Guck dir das mal an. Er hat noch so viele Packer am Start. Er hat noch den Mauerbrecher bzw. den Bomber am Start. Kampfmaschine noch und es lebt nur noch ein Tesla als Verteidigung, die da wirklich noch was ausrichten kann. Das bedeutet, er hat noch so viele Truppen, die dann da für die zweite Phase bereit sind. Das ist ja unglaublich. Da sind noch so viele Truppen am Start. Kampfmaschine jetzt vor allem gleich, die zündet sich ja sowieso, ne? Deswegen hat er sie jetzt vorher schon mal gezündet. Kampfmaschine hat jetzt gleich noch wieder volles Leben. Packer kann er noch, glaube ich, sogar, ich weiß nicht, wie viele er da noch zünden kann, aber er hat noch 3 Stück übrig. Einen Bomber noch am Start. Dann haben wir jetzt noch einen Riesen und noch eine Packer dabei. Und jetzt auch hier wieder das gleiche Spiel. Was haben wir jetzt hier für eine Verteidigung, was haben wir für Verteidigung, wie sieht die Base aus? Sehr gedrungen alles hier in der Mitte, also wirklich sehr, sehr dicht alles beisammen. Was fällt auf? Nur ein Zerschmetterer, aber da eine Doppelkanone, normale Kanone, 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 einmal der Multimörser. Das ist nix. Das ist wirklich nix an Verteidigung, was jetzt irgendwie die Truppen besonders noch irritiert. Bedeutet, wir haben jetzt hier auch wieder einen Riesen, der ein bisschen tankt. Wir haben einen Bomber, der natürlich jetzt hier aufsprengt. Dann haben wir noch wirklich 4 Powerpacker. Und ich hab's gesagt,
Ups, Moment, da habe ich mich gerade vermalt. So, ich habe es ja gesagt, wir haben vier Powerpacker. Und die Base ist sehr gedrungen. Und das bedeutet, dass dann da auf jeden Fall durch die Fähigkeit der Powerpacker kurzen Prozess gemacht wird mit der Base. Davon kann man auf jeden Fall ausgehen. Da könnt ihr jetzt gleich von ausgehen. So, auf jeden Fall, der Riese war schon ordentlich am Tanken. Und ein Zerschmetterer alleine, das macht nichts. Also, das macht nichts. Alleine schon durch die Kampfmaschine jetzt gleich. Die Kampfmaschine ist jetzt gleich vollgeladen. Die läuft jetzt gleich in den Zerschmetterer rein. Das macht aber überhaupt nichts. Da, schaut's euch an, das macht überhaupt nichts. Das ist vollkommen egal. Und jetzt guck mal, wie viel noch übrig ist. Alter Schwede. Alter, drei Powerpacker. Und noch der Bomber. Plus noch die Kampfmaschine. Und dann war es super easy. Jetzt gucken wir gleich auch noch auf eine Verteidigung von ihm. Und dann sehen wir genau, wie man es nicht machen soll. Das war jetzt zweimal, wie man es machen soll. Bei mir ist es natürlich auch eher der Fall, wie man es nicht machen soll. Aber jetzt gucken wir gleich mal drauf, wie solltest du das nicht machen? Okay, ich habe mir das jetzt gerade mal ganz kurz noch angeguckt. Und es ist im Endeffekt alles, wir sehen, es ist in nur 30 Sekunden. Moment, wir spulen mal ganz kurz noch ein bisschen zurück. Also, so. Das ist jetzt seine Base. Und im Endeffekt, was der jetzt macht, der Kollege, ist einfach alles, ich würde mal sagen, so ein bisschen so in so einem Halbkreis, einfach hier hinzusetzen. Also er setzt das einfach so dahin, ohne da großartig nachzudenken. Ich meine, alleine schon die Kombination der Truppen ist einfach nur crazy. Was hat er? Kampfmaschine, okay, absolut gut. Powerpacker zweimal am Start, ist auch in Ordnung. Aber dann vier Barbaren, eine Nachthexe. Ich frage mich ehrlich gesagt bei dieser Base, wofür soll denn die Nachthexe sein? Also ich frage es mich, das ist schon mal schlecht für Nachthexe. Brutzler ist super, super kacke gegen Nachthexe. Der Megatesla auch nicht so geil. Lava-Werfer auch nicht so geil. Riesenkanone, okay, wenn nicht gerade die Nachthexe da reinläuft. Aber das sind echt so einige Sachen, da frage ich mich so bei dieser Kombination alleine schon. Ne? Macht euch doch einen Plan. Also, wenn ihr doch wisst, Powerpacker und Babys sind halt die stärksten Armeen, dann so ein Kuddelmuddel hier reinzumachen, ich weiß es nicht. Vor allem die Barbaren, wofür? Wofür braucht man hier die Barbaren? Frage ich mich jetzt. Und jetzt werden wir es auch sehen, was jetzt hier passiert. Der Riese wird nicht zum Tanken genutzt. Jetzt kommen die Barbaren dahin. Die setzt er an das Lager, das Armeelager. Warum? Denn die Päcker läuft ja oben trotzdem jetzt dadurch vorbei. Die läuft jetzt ja trotzdem, jetzt hat er sie gezündet. Der Riese tankt jetzt zwar gleich in der Mitte. Die Nachthex ist schon fast kaputt. Die kriegt ja auch volle Kanne ab von dem Lavawerfer da einfach. Also, was hat er sich hier erhofft? Ehrlich gesagt, frage ich mich. Also, so wenig habe ich noch nicht geholt. Muss ich gestehen. So wenig Prozent habe ich noch nicht geholt. Ich meine, das ist jetzt natürlich kein Front an den Kollegen Seawolves oder so vom Wolf-Clan. Das ist jetzt nicht böse gemeint ihm gegenüber. Das kann natürlich passieren, dass man mal failt. Nur hier fehlt mir jetzt halt so ein bisschen die Vorstellungskraft, was jetzt hier der Plan war hinter der ganzen Geschichte. Ehrlich gesagt. Aber nun gut, wir sind am Ende von dieser Episode. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne eine Bewertung da. Abonnier den Kanal. Vergiss nicht, Creator-Code MBF einzugeben. Bald startet die neue Saison mit dem neuen Goldpass. Da solltest du nicht verpassen, den Creator-Code schon mal einzugeben. Und dann sehen wir uns in der brandneuen Episode wieder. Bis dann und mach's gut. Tschüss.